Sie sagen, niemand denkt daran, von der Vollbeschäftigung wegzugehen. Niemand. Ich wiederhole noch einmal, der berühmte Professor Hayek, einer der großen österreichischen Nationalökonomen der rechten Seite, mit dem Sie sich also offenbar nicht identifizieren, wie ich jetzt sehe, der hat unlängst... Er ist kein ÖVP-Mitglied, darf ich nur sagen, steht uns auch nicht nahe. Einige Ihrer Herren im Wirtschaftsbund haben dem schon zugestimmt. Ich denke da an zum Beispiel da an den Präsidenten der Wiener Bundeswirtschaftskammer, Wiener Handelskammer und einem maßgebenden Abgeordneten und andere auch. Der Professor Hayek hat von seinem Standpunkt aus eines sehr konservativen Ökonomen gemeint, inwieweit er beschuldigt, die Politiker schuld zu sein an den Schwierigkeiten der Wirtschaft. Wir wissen genau, dass die Politiker nicht mit Dollar spekuliert haben, nicht mit Rohstoffen spekuliert haben. Für alle diese Dinge, die in Wirklichkeit diese katastrophale Situation herbeigeführt haben, eigentlich keine Verantwortung tragen. Das sagte er im Interview mit einer Zeitung, ich nenne den Namen, Profil, damit es einer nachlesen kann, ohne Schleichwerbung betreiben zu wollen. Man muss sich vom Druck der Mehrheit befreien, einer Mehrheit, die möglichst schnell die Arbeitslosigkeit wieder beseitigen will. Dass die Leute dort wieder Beschäftigung finden, wo sie bisher waren, na, das wäre ein Unglück. Und dann sagt er, entweder die Inflation einzustellen und damit eine Periode der Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen oder die Inflation fortzusetzen und dann in ein, zwei Jahren noch eine noch größere Arbeitslosigkeit zu riskieren. 10 bis 12% werden vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeitslos sein. Die unmittelbar Betroffenen werden natürlich schreien. Die werden mehr als das, die werden leiden darunter, nicht nur schreien. Und da könnte ich weiter zitieren, also ein Ausspruch, das ist seine Auffassung. Und nun möchte ich, damit wollte ich nur sagen, es gibt schon Leute, die daran denken. Niemand denkt daran, die Falsch von der Provinz wegzunehmen, das ist unwichtig. Das nächste. In der Volkspartei. Wie wird das?